Hallo Leute, heute ist der 14. November und der zweite Tag meiner Periode. Und gleich vorneweg, mir geht's heute nicht am allerbesten. Also ich habe gerade ziemlich Kopfschmerzen, mir ist sehr heiß und ich habe auch Krämpfe. Also es ist jetzt wirklich nicht so das Allerschlimmste, aber ich spüre halt trotzdem, dass da unten halt irgendwas passiert. Und ich habe gestern irgendwie total vergessen, dass ich eigentlich ja meinen Period-Vlog immer drehe, weil ich Instagram für mich entdeckt habe. Und an der Stelle gleich eine kleine eigene Werbeeinlage. Also ich bin jetzt inzwischen ziemlich aktiv auf Instagram. Ich lade jeden Tag ein Bild hoch und ihr seht dann auch zum Beispiel, welches Pad ich jeden Tag trage, jetzt vor allem während der Periode. Und aber auch ein paar andere Sachen so zwischendurch. Ja, das wollte ich nur so am Rande sagen. Und jetzt erzähle ich euch noch kurz, wie es gestern war. Also gestern habe ich um 3:30 meine Periode bekommen. Ich wollte gerade duschen gehen und irgendwie kurz vorher habe ich gemerkt, so irgendwie hat sich das so angefühlt, als wäre halt, ach, das hört sich jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, man sagt im Englischen TMI an. Also ich habe einfach gemerkt, wie da plötzlich irgendwas Heißes rausgekommen ist. Und ich dachte mir, oh, das könnte irgendwie meine Periode sein. Allerdings dachte ich dann auch, ach Quatsch, ich habe mindestens noch 3 Tage Zeit, bis die kommt. Das wird bestimmt nicht sein. Und dann wollte ich eben duschen gehen. Und dann habe ich gesehen, dass in meinem Pad eben Blut drin war. Nicht besonders viel, aber trotzdem. Und dann dachte ich, habe ich eigentlich schon ein normales tagtägliches Pad quasi mitgenommen und dann habe ich mir doch noch mal ein Overnight Pad geholt. Ich habe dann mein Heavy Pad von Love Your V Reusables reingetan und nach dem Duschen eben, und das hatte ich so um 21 Uhr ungefähr dann auch wirklich richtig voll. Ich habe auf der Rückseite schon so ja gesehen, dass das Blut schon fast durchkommt, also nicht, ja, schwierig zu erklären, aber ich habe halt auf der Rückseite schon das Blut sehen können, sozusagen. Es war noch nicht durch, aber ja. Das heißt, ich habe dann mein Pad gewechselt und zwar, weil ich dann eh vorhatte, bald schlafen zu gehen, habe ich mein riesen EcoDream Pad reingetan, was ich ganz gerne in der ersten Nacht meiner Periode mag, weil ich da halt ja die stärkste Blutung habe. Und das habe ich dann heute früh gewechselt. Und zwar habe ich jetzt mein türkises Novel Red Pad drin. Das EcoDream Pad, das war so, also ich hatte erwartet, dass meine Blutung stärker wird in der ersten Nacht. Die war so relativ leicht bis so gegen Mitternacht, 1 Uhr. Und danach wurde es halt noch ein bisschen mehr. Aber es war irgendwie nicht so ganz so extrem, wie ich es manchmal habe. Ich muss dazu auch noch sagen, ich habe diesen Monat musste ich Antibiotika nehmen und ich glaube auch einfach, dass das ein bisschen Einfluss darauf hatte, dass ich es eben 3 Tage früher wie eigentlich bekommen habe und das irgendwie, ich finde es gerade ein bisschen komisch, wie die sich verhält. Also ich glaube, das könnte schon daher kommen. Und jetzt ist so gegen Mittag, fast 2 Uhr und ich werde das türkise Pad jetzt so lange drin lassen, wie es halt geht. Ich denke, so gegen Nachmittag, Abend werde ich es dann nochmal wechseln. Und das war sozusagen mein Update für heute. Ich hoffe, dass ja, es mir morgen dann besser geht. Und ich zeige euch nochmal mein Gesicht. Also ich bin gerade halt einfach nicht so fit. Ich glaube, das sieht man halt auch einfach an mir. Aber ich zeige es euch trotzdem mal, weil nämlich diesen Monat meine Pickel gar nicht so schlimm sind, wie ich sonst so habe. Also ich habe nicht die reinste Haut, aber es ist jetzt auch nicht ganz so schlimm, finde ich. Meine Salzseife habe ich gestern verwendet beim Duschen und ansonsten aber nicht. Genau, dann bis morgen. Heute ist der 15.11. und ungefähr Mitte des Tages, also Mittag. Und ich wollte euch ein Update geben, wie es mit meiner Periode so ist. Gestern habe ich ja das türkise Novel Red Pad reingetan. Und ich hatte den ganzen Nachmittag keine Gelegenheit, das zu wechseln, weil ich so beschäftigt war. Und das war dann abends auch richtig, richtig, richtig gut voll. Ich glaube, ich habe das Pad noch nie so voll gemacht. Und dann habe ich gewechselt in mein Angel Pads Overnight Pad. Das habe ich deswegen genommen, weil ich mich mit dem recht sicher fühle. Das hat so breite Flügel, dass man da eigentlich schlecht
halt vorbeibluten kann. Und es hat POL hinten. Und das habe ich dann eben für über Nacht verwendet. Und heute früh war das auch wieder richtig, richtig voll. Ja, zweite Nacht ist bei mir auch immer noch recht stark. Und dann habe ich mein Cotton Skin Overnight Pad reingemacht. Das habe ich jetzt noch drin. Da kann ich noch nicht so besonders viel dazu sagen, weil es eben erst vor einer Stunde ungefähr war. Ja, ansonsten, gestern ging es mir richtig schlecht noch, nachdem ich mein Update gemacht habe. Ich hatte halt Verpflichtungen sozusagen. Ich bin hier als Babysitterin und ich musste halt auf die Kinder aufpassen, beziehungsweise auf ein Kind. Und ja, konnte ich jetzt auch schlecht Nein sagen. Aber es ging, also ich habe halt gesagt, dass ich jetzt keine wilden Sachen mache oder so, sondern wir haben halt irgendwas gebastelt. Und so im Sitzen war das voll okay. Kopfschmerzen hatte ich aber trotzdem. Vor allem, weil ich die ganze Zeit so runtergebeugt war. Das war eigentlich keine so gute Idee. Und dann hat meine Gastmutter sich noch ganz lange mit mir unterhalten. Ja, da hatte ich zwar auch Kopfschmerzen, aber ich hatte ja nicht so wirklich was in Anführungszeichen Anstrengendes zu tun. Allerdings war mir die ganze Zeit so heiß, also ich habe so Hitzewallungen gestern gehabt. Und dann, als ich dann frei hatte und mich dann ins Bett gelegt hatte, dann ging es mir irgendwie noch schlechter. Also ich hatte dann auch richtig Krämpfe und Kopfschmerzen halt und mir war so heiß und alles zusammen hat dann irgendwie keine gute Kombination ergeben und dann habe ich mich erst eine Weile hingelegt und wollte eigentlich schlafen, aber konnte nicht und dann ging es mir aber wieder besser und dann habe ich doch noch ein paar Sachen so am Computer erledigt und genau, das war gestern so. Heute geht es mir wesentlich besser, ich habe keine Kopfschmerzen, Krämpfe zwar auch ein bisschen, aber nicht ganz so arg und genau, ich zeige euch nochmal mein Gesicht. Ich habe jetzt auch gestern keine Salzseife verwendet und heute auch nicht. Und ja, ist eigentlich nicht so viel Spannendes dieses Mal. Das ist wirklich voll im Rahmen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Heute ist der 16.11. und der vierte Tag meiner Periode. Aber ich fange jetzt erstmal noch an zu erzählen, wie es gestern weiterging. Ich habe ja bei dem Cotton and Skin Pad aufgehört. Das hatte ich nur so ungefähr 3-4 Stunden drin. Und danach habe ich so am Kern entlang durch den Flügel durchgeblutet, weil eben wenn der Kern aufhört und man halt daneben drauf blutet, dann geht's halt durch. Und das habe ich dann glücklicherweise gemerkt, als ich halt auf der Toilette war und habe es dann in mein Mother Moon Pad umgewechselt. Das habe ich in einem D-Stash gekauft und das im letzten Zyklus auch schon mal drin gehabt. Und da hatte ich dann nicht mehr so richtig starke Blutung, sondern eher so mittelstark, würde ich sagen. Darum hat es dann auch bis Abend durchgehalten. Und für die Nacht habe ich dann zum ersten Mal ein Interlabial Pad mit einem normalen Pad kombiniert. Darüber, über die Erfahrung damit, mache ich nochmal ein extra Video. Das kommt aber erst nächsten Zyklus online, weil ich irgendwie nochmal einen zusätzlichen Zyklus-Testlauf haben möchte, um da genug drüber erzählen zu können. Darum ja jetzt nur so am Rande. Ich habe damit das lilane Novel Red Pad mit Crushed Velvet oben verwendet und das hat über Nacht sehr gut gehalten. Durch das Interlabial Pad ist kaum etwas auf dem Pad gewesen. Darum habe ich das für den ganzen nächsten Tag auch noch verwendet, weil ich langsam keine Overnight Pads mehr habe. Also ich habe jetzt noch eins übrig, weil ich jetzt nämlich dann nach dem lilanen Novel Red Pad habe ich in das orangene Novel Red Pad gewechselt. Das ist im Ninja-Style und genau, das, die ganzen Pads, die ich verwendet habe, könnt ihr auch, wie gesagt, alle auf Instagram nachverfolgen, wenn euch das interessiert, wie die wirklich aussehen und aus welchen Stoffen die sind und so weiter. Da habe ich auch jetzt eine kurze Episode hochgeladen, was ich mache, wenn ich meine Pads halt aus der Unterhose rausnehme, wie ich damit dann weiter verfahre. Und genau, das war es für heute. Es sind noch 2 Tage, die ich meine Periode haben soll, also werde ich nochmal Updates machen und ich zeige euch jetzt nochmal mein Gesicht. Ich habe nichts mehr dran gemacht, weder Salzseife noch sonst irgendwas und darum ist es halt jetzt auch nicht sonderlich spannend. Es hat sich, glaube ich, ein bisschen verschlechtert, aber
dafür, dass ich meine Periode habe, ist es halt total in Ordnung. Ich habe normalerweise viel schlimmere Pickel und auch im Ausschnitt. Und das ist dieses Mal überhaupt nicht so. So, jetzt ist schon der 18.11. und der 6. Tag meiner Periode. Ich habe gestern nicht gefilmt, weil einfach ich viel zu tun hatte und nicht dazu gekommen bin. Und ich habe, glaube ich, aufgehört mit dem lilanen Novel Red Pad, das ich am 16. den ganzen Tag drin hatte. Und dann habe ich für die Nacht in mein orangenes Novel Red Pad gewechselt. Das habe ich die ganze Nacht drin gelassen und da war auch kaum was drauf. Also wirklich nur so ein Fleck, der schon sehr durch die Schichten gegangen ist, aber halt nur wirklich so ein bisschen was. Und dann habe ich für den Tag mein Eco Rainbow Pad reingetan, auch ein Overnight Pad. Und das hat aber dann schon ziemlich viel wieder abgekriegt. Und da habe ich dann auch wieder auf die Flügel drauf geblutet, aber zum Glück nicht durch. Trotzdem musste ich dann zur Hälfte des Tages dann ein anderes Pad reintun. Dann habe ich das Moon Getsy Cloth Pad reingetan, das mit dem schönen Mohn- und Kornblumen-Print. Das finde ich sehr schön. Das ist ein Moderate Pad. Und das hat auch sehr gut gehalten den Rest des Tages. Immer wenn ich auf Toilette war, hatte ich immer noch viel frisches Blut am Toilettenpapier, aber auf dem Pad ist eigentlich nicht mehr richtig viel drauf gekommen. Schon noch ein gesättigter Fleck, aber halt nicht so wie an meinen ersten Tagen. Für die Nacht habe ich dann mein Sweet Cheeks Cloth Pad reingetan, das ich in einem D-Stitch gekauft habe. Und heute früh hatte das auch wirklich nur einen richtig kleinen Fleck drauf. Und ich habe jetzt geduscht, also vorher habe ich es gewechselt. Und jetzt habe ich von Kelsey Schick, glaube ich, auch aus einem D-Stash ein Pad drinnen. Und ich zeige euch jetzt nochmal mein Gesicht, weil ich gerade eben duschen war und dann immer meine Salzseife verwendet. Ich bin gerade noch sehr frisch aus der Dusche, also wahrscheinlich wird meine Haut noch etwas rötlich sein. Aber ich habe ja schon die ganze Zeit gesagt, dass meine Pickel diesen Monat gar nicht so schlimm sind. Und genau. Ich denke nicht, dass es noch eines weiteren Updates benötigt, weil jetzt am Ende halt wirklich nur noch ganz, 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 ganz wenig da ist. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auf meinen Instagram-Account gehen, dann seht ihr immer, was ich jeden Tag für ein Pad drin habe. Und was ich aber noch erwähnen wollte, ist, ich habe eine Facebook-Gruppe erstellt, die ist auch unter jedem Video verlinkt. Und in der Facebook-Gruppe, die soll dazu dienen, dass man sich einfach unterhalten kann über den Content, den ich bringe, aber auch zum Beispiel über die Gestaltung meines Kanals, weil ich gerade noch so ein bisschen auf der Orientierungsphase bin, welche Formate ich haben möchte und wie ich das vom Timing her mache. Und darüber kann man sich alles in meiner Gruppe unterhalten. Wir sind inzwischen 4 Mitglieder, wenn man mich mitzählt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn einfach noch ein paar andere mit dazukommen, damit natürlich die Diskussion auch richtig in Gang kommen kann. Ich habe bis jetzt auch schon konstruktives Feedback bekommen, was mich sehr freut, weil ich einfach immer drauf schaue, was ich besser machen kann. Und gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach unten, wenn nicht, und erklärt mir bitte, wieso nicht. Wie gesagt, ich freue mich immer über konstruktive Kritik. Und ansonsten habt ihr hier an der Seite wie immer 2 alte Videos von mir, die ihr euch anschauen könnt. Auf der Seite ist mein Profilbild zum Abonnieren. Beides würde mich auch sehr freuen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und tschüss!